willkommen bei Permaglück. Heute Designprinzip Nummer 6, produziere keinen Abfall. In diesem Prinzip geht es um die Kombination zwischen Sparsamkeit, pfleglicher Umgang mit unseren Gütern, Umweltschutz und innovative Ansätze der Abfallverwertung. Der Regenwurm ist ja wohl das Beispiel für den geschlossenen Kreislauf. Er wühlt sich durch die Erde, frisst sie und Pflanzenabfälle und verarbeitet es zu Humus, der dann von den Wurzeln der Pflanzen dankbar wieder aufgenommen wird. Da geht nichts verloren. Es ist halt sehr leicht, in Zeiten von großem Überfluss Abfälle zu produzieren und sich nicht darum zu kümmern, was damit passiert. Ganz frappierend sind die Abfall- oder Müllinseln im Pazifik und auch in anderen Ozeanen, die natürlich nicht abgebaut werden können. Es lagert sich an, es häuft sich an und es vergiftet Wasser und erstickt die Vögel und die Meeresbewohner. Noch schlimmer ist es mit dem atomaren Abfall, wo wir jetzt im Moment noch gar keine Ahnung haben, wie wir diesen jemals wieder abbauen sollen. Der ist und bleibt gefährlich und strahlt. Und wir überlassen es unseren zukünftigen Generationen, da eine Lösung zu finden. Bill Mollison hat gesagt, Abfall ist nichts anderes als der Output eines Elements, das noch nicht konstruktiv von einem anderen Element oder vom System verarbeitet wird. Also Output eines Elements, das noch nicht Input eines anderen Elements ist. Das heißt, dass wir kreativ Wege und Möglichkeiten finden und suchen können, wie wir eben Abfälle, also sich anhäufende Energie, konstruktiv nutzen können. Zum Beispiel können wir den Abfall eines Huhns, Federn und Hühnermist als Dünger nutzen. Da ist eine Verbindung gefunden worden. Plastik kann auch geschreddert und recycelt werden, aber das wird noch nicht großflächig gemacht, deswegen gibt es eben diese Inseln im Ozean. Bill Mollison hat auch gesagt, dass es kein Schneckenproblem geben dürfte, müsste, bräuchte, denn ein Übermaß an Schnecken bedeutet eigentlich nur einen Mangel an Enten. Wir Permakulturdesigner investieren daher doch viel Zeit in das Leiten und Nutzbarmachen von Abfallströmen und aber auch das Vermeiden oder auch frühzeitig Erkennen von Abfallströmen und hoffen, dass wir eben dadurch die Anhäufung, auch die giftigen Auswirkungen verhindern können. Okay, das war das Designprinzip Nummer 6, produziere keinen Abfall.